Hi Leute, es ist verdammt nochmal Zeit für einen vierten Teil von Crash Bandicoot und hier ist er. Wir können endlich Crash Bandicoot 4 It's About Time spielen, den offiziellen vierten Teil der Serie, obwohl es schon einige andere Teile zwischendurch gab, die aber auch gameplay-technisch sich ein bisschen vom Original unterschieden haben, beziehungsweise von der Originaltrilogie. Und deswegen hat man jetzt diesen Teil zum offiziellen vierten Teil erklärt, der direkt an die Trilogie anschließt und alles andere ignoriert. Ich bin gespannt. Es ist entwickelt worden von Toys for Bob. Man hat das Logo ja gerade auch schon gesehen mit ein paar sehr vertrauten Tönen da drin. Und Toys for Bob ist jetzt, glaube ich, nicht das renommierteste Studio. Ich glaube, ich habe mal nachgeschaut. Es hat so ein paar Disney-Produktionen früher gemacht und war vor allen Dingen in der jüngeren Vergangenheit an sehr vielen Remakes beteiligt. Ups, jetzt habe ich schon was gedrückt. Und zwar am Spyro Remake und auch an der Crash Bandicoot Insane Trilogy waren sie beteiligt, hauptsächlich am Switchport, und haben jetzt halt Gelegenheit bekommen, einen eigenen komplett neuen Teil zu entwickeln, und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was sie da abgeliefert haben. Ich habe Crash Bandicoot eigentlich erst mit der Insane Trilogy von mich entdeckt, mangels PlayStation früher, deswegen ist das irgendwie alles komplett an mir vorbeigegangen, aber durch die Insane Trilogy bin ich ein großer Crash Bandicoot Fan geworden, und wir legen hier jetzt einfach mal los. Gebe deine Initialen ein. Ja, drei Buchstaben-Slots für Initialen. Das trifft also eigentlich fast nur für Leute zu, die einen Doppelnamen haben, die das sinnvoll nutzen können. Ja, ich gebe jetzt einfach mal Drix ein für Drechsel. Ja, wir lassen das mal so. Spielstil wählen. Modern. Wenn du stirbst, geht das Spiel immer am letzten Checkpoint weiter. Oder Retro. Du hast eine begrenzte Anzahl an Leben. Wenn alle aufgebraucht sind, musst du den Level neu starten. Retro. Oh, natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bandicoot-Kampf. Optionen. In die Optionen schaue ich nachher mal rein. Das muss ich jetzt nicht im Video machen. Wir starten jetzt einfach das Spiel. Und schauen mal, was hier so passiert. Mit völlig unangepassten Optionen. Keine Ahnung, was die Optionen überhaupt verbergen. Ich werde euch berichten, wenn ich das festgestellt habe. Böses Erwachen. Crash Bandicoot. Endlich hab ich, der große Neokortex, dich dort, wo ich dich haben will. Und jetzt der letzte Schlag. Still, du Dummkopf. Sieh es ein, Entropie. Es wird schief gehen. Wieder. Wenigstens versuchen Uka Uka und ich, uns zu befreien. Ich werde mir dein hirnverbranntes Gefasel kein weiteres Jahrzehnt lang anhören. Oder dein Kauen. Okay, Uka Uka ist auf jeden Fall erfolgreicher darin, sich zu befreien, als die beiden anderen Kollegen. Ist er tot? Lass ihn. Er hat ausgedient. Vielleicht auch nicht. Okay, das waren auf jeden Fall schon mal altbekannte Charaktere, Dr. Neokortex und Entropie. Crash, ich fürchte, sie weist auf ein Ereignis hin, das die Realität erschüttert. Ich spüre, wie sie vom Insanity Peak ausgeht. Schnell, wir müssen los! Crash! 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 Crash hat offensichtlich nicht so viel Bock. Wie immer, Crash megamäßig verpeilt, will am liebsten gar nichts tun. Okay, Steuerung altbekannt. Wirbeln, ja, danke schön. Das habe ich gerade schon selbst rausgefunden. Und Akku hat gespürt, dass irgendwo irgendwas erwacht ist und will mal nachschauen gehen. Okay, ich habe hier schon mal alles wild angewirbelt.
Das machen wir mal lieber aus. Können wir hier Crash Bandicoot spielen? Nein, es ist anscheinend... Ach, es sind die Titelbildschirme der alten Trilogie. Wie cool. Die perfekte Welle. Direkt die erste Trophäe dafür erhalten. Ach so, das ist jetzt auch noch das Titelbild des vierten Teils. Ich dachte gerade wenigstens, die Musik passt sich darauf an noch. Also weil man sieht schon an solchen Gimmicks. Ey, und wurde auch direkt weggefegt, der Hut. Man sieht auch schon an solchen Gimmicks, dass das Spiel wesentlich moderner ist. Ah, cool. Man sieht unter sich auch im Sprung schon mal, wo man sich befindet. Das könnte auf jeden Fall hilfreich werden. Ich gehe mal davon aus, hier in der ersten Passage kann ich noch einfach alles wegwirbeln. Hat zeigen. Kisten, 104 Kisten, 4 Leben und keine Ahnung, was dieser Totenkopf da unten bedeutet. Und das erste Wildschwein hat mich natürlich erwischt. Warum sollte es in der Neuauflage besser gehen als in der Originaltrilogie? Ah, Doppelsprung ist direkt an Bord, okay. So, ich bemühe mich jetzt auch, dieses Wildschwein hier mal umzupesen. Yo, Checkpoint. Zack, zack. Wobei ich sagen muss, dass der Retro-Modus unter Umständen auch ein bisschen witzlos sein kann. Springen auf TNT, um den Countdown zu starten. Ja, auch das können wir aus den Originalspielen. Ich habe es in den Originalspielen auch so gehalten, dass ich es erstmal locker durchgespielt habe, zur Not auch ohne alle Kisten mitzunehmen. Schnell, und so. Wir müssen los! Ja, wir sind ja schon auf dem Weg. Und dann irgendwo mir erstmal Leben gefarmt habe, um halt diese ständige Rücksetzung beim Game Over auszuhebeln. Und ich denke mal, ich werde es hier wieder ähnlich halten. Checkpoint. Und eine Akku-Akku-Kiste. Akku schützt uns vor Schaden. Ich weiß, es ist auf jeden Fall noch das Original-Spielgefühl hier. Oh, shit, ich hab's schon abgekriegt. Diese Spinne... Kann man die wegwirbeln oder eher nicht so? Ach komm, lassen wir sie einfach stehen. Es fühlt sich auf jeden Fall vom reinen Spielgefühl schon ziemlich nah an den alten Teile an. Nur vielleicht ein bisschen moderner, ein bisschen präziser. Ich habe das Gefühl, Crash ist ein bisschen reaktiver als in den alten Teilen. Und ja, Ziel wird natürlich auch, wie bei der Insane Trilogy sein, alle Sammel-Items mitzunehmen. Also Time and Text brauche ich nicht unbedingt, aber der Rest des Spiels... will eigentlich zu 100% durchgespielt werden. Huch, wen haben wir da? Oh, what the fuck. Okay, das ist mal direkt eine neue Spielmechanik, solche Gleitschienen hier. Aber hier muss ich wenigstens nicht wirbeln, um die Kisten kaputt zu machen. Das heißt, ich muss eigentlich erstmal nur darauf achten, dass ich sie überhaupt irgendwie bekomme. Aber bisher ist das ja noch alles recht gemütlich, muss ich sagen. Ich nehme erstmal den Checkpoint. Da müsste ich nämlich, falls ich sterben sollte, hier die Akku-Akku-Kiste immer wieder bekommen. Junge, verpiss dich! Ah, ich muss sagen, grafisch ist das schon mal sehr nett. Und auch in den Hintergründen sehr detailreich. Wobei es mich auch ein bisschen ablenkt, muss ich sagen. Man sieht teilweise nicht so hundertprozentig, was eventuell nur Hintergrund ist und was spielrelevant ist. Au! Aber ich hatte doch einen Akku-Akku! Oder war ich den schon wieder los? Ich sehe schon, wir gehen auf jeden Fall im ersten Part noch Game Over. Aber ich muss sagen, ein erster Level hier mit 104 Kisten ist auch schon ordentlich. Ah, auch der altbewährte Rutschsprung geht noch. Damit konnte man in der Originaltrilogie ein bisschen weiter springen, als wenn man nur normal gesprungen ist. Weil man damit so ein bisschen über den Abgrund rutschen konnte. Genau, das macht er hier auch immer noch. Man sieht es. Ja, herrlich. Und gerade in den ersten beiden Teilen, wo es den Doppelsprung noch nicht gab, war das auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich gewesen. Oh mein Gott, ich sehe hier schon wieder irgendeine Bonuspassage. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie hart die noch werden. Ich gehe mal davon aus, die ersten hier werden noch harmlos sein. 8 Kistchen drin. Sollte irgendwie machbar sein. Wobei ich da schon wieder ein bisschen... Ach so, wahrscheinlich über die Kiste hier. Ich wollte gerade sagen, wenn man da schon wieder was sieht, was irgendwie unerreichbar scheint. Aber gut, mit der Sprungkiste ging es dann. Gut. Aber optisch ist es ein Träumchen, oder? Auf Abwägen. Also auch wenn die Texturen jetzt nicht die detailreichsten sind, die man je gesehen hat, trifft dieser ganze Comic-Look schon sehr ins Schwarze, finde ich. Bin ich auch mal... Autsch, danke schön.
Da bin ich auch mal gespannt, was uns noch so an Themen und Motiven erwartet. Das ist ja klassisches Dschungelsetting, wie man es hier von Crash Bandicoot gewöhnt ist. Oh, hoppla, was geht da oben ab? Ich sehe nichts. Die Plattform verabschieden sich wahrscheinlich und ich mich auch, weil ich die Kiste nicht treffe. Ist das da oben, der Totenkopf? Ist das ein Todescounter? Was soll mir das noch sagen? Wofür brauche ich den? Na gut, vielleicht für Todesrouten oder so. So. Auch diese Kisten hätten wir. Zackig. Hier, die Äpfel oder wie sie nochmal heißen. Ich weiß gar nicht mehr, wie heißen die Früchte nochmal. Hab's gerade wieder vergessen. Das sind auf jeden Fall wie die Münzen bei Mario. Genug davon eingesammelt, gibt's auf jeden Fall ein extra Leben. Oh Gott, ey. Sie fangen ja schon direkt mit hakeligen Sprungpassagen im ersten Level an. So, und hier geht's andersrum weiter. Was geht hier ab im ersten Level, Leute? So. Nichts mit Einsteigerfreundlichkeit hier im ersten Level, oder wie sehe ich das? Muss hier direkt voll abgehen in den Sprungpassagen. Und er verliert das Gleichgewicht an den Abgrundkanten, auch sehr nice. Ja, das machen wir lieber von oben. Na, jetzt warten wir lieber mal hier unten, bevor wir die Explosion noch in den Nacken kriegen. Wow, und direkt im ersten Level nicht alle Kisten bekommen. 3 habe ich verpasst. Oh, krass. Wo? Level abgeschlossen. Okay. Edelsteine und Skins. Ernsthaft? Edelsteine schalten Skins frei. Verdiene Edelsteine, indem du Kisten zerbrichst, Wumpas sammelst, versteckte Edelsteine findest und Level in 3 oder weniger Leben abschließt. Oh Gott! Ernsthaft? Aber das habe ich geschafft anscheinend. Aber irgendwas Verborgenes und alle Kisten habe ich nicht geschafft. Das lassen wir erstmal so stehen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Mal gucken, was das Spiel noch so an Mechaniken für uns bereithält. Wie, ob man eventuell auf den Trichter kommt, wie es geschickt die eine oder andere Kiste versteckt. Dann ist es meistens im zweiten Durchgang einfacher, nochmal verborgene Kisten zu finden. Gibt es eigentlich keine Übersichtkarte oder so? Aber die Animationen von Crash Bandicoot sind immer noch herrlich gemacht. Okay, wir werden direkt ins nächste Level geschmissen, ohne Karte, ohne irgendwas. Crash-Kisten gewähren ein Extra-Leben. Auch da, ich weiß nicht, wie das in diesem Spiel gehalten wird, muss man vorsichtig sein, wenn man die Kisten öffnet und Gegenstände rumliegen. Wenn man nicht aufpasst, hat man sie in den alten Teilen weggewirbelt, diese Gegenstände. Keine Ahnung, ob das hier auch noch zutrifft oder nicht. Bisher ziehe ich sie ja eher magisch an. Geil, Indiana Jones Lianen, auch sehr schön. Checkpoint. So, was haben wir hier? 4 von 86. Ernsthaft? Du willst mir mit dem Hammer zusetzen? Niemals. Warum rutschen, wenn ich es auch kaputt machen kann? Zack, hinfort. Oh, direkt eine TNT-Kiste mit kaputt gemacht. Und jede Menge Äpfel, die keine Äpfel sind. Oh, da oben ist sogar ein großer dabei. Aber ich schätze mal, der gibt nur mehr. Uah. Und ein neuer Checkpoint. Klawums. Bin nochmal gespannt, ob es noch neue Kistentypen gibt. Also grüne Kisten und Metallkisten kennen wir auch noch aus den alten Teilen. Ich bin mir sicher, die werden auch zurückkehren. Aber mal gucken, ob sie sich noch neue Kisten einfallen lassen haben. Okay. Was ist denn das für ein Viech da im Hamsterrad? Ein Geister-Elefantenhase oder was? Ach ja. So, das war eigentlich zum drunter herrutschen gedacht, aber man kann es auch kaputt machen. Zack, genau, man kann nicht auch einfach schnell genug umrutschen. Oh, nicht, was? Höhenkrankheit. Ja, danke schön. Was war das? Warum wurden die Plattformen unsichtbar? Zack,
hinfort mit dir. Kann ich nicht draufstehen, wenn die unsichtbar werden? Weil ich hatte schon den Eindruck gerade, dass ich drauf stehen bleiben konnte. Ah ne, doch nicht. Dann habe ich anscheinend noch irgendeine kurze Animationsphase oder was erwischt, wo die Plattform noch stabil war. Ah, jetzt wird es schon eng mit den drei Leben. Juh, dann sind wir hier mal ein bisschen geduldiger. Zack, zack. Und hier hinten schon wieder eine Bonuspassage. Mit 12 Kisten diesmal. Halten. Ach so, geduckt kann ich auch noch höher springen. Okay, war das in den alten Teilen auch schon so? Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Boah, ich wollte gerade sagen, ich muss auf jeden Fall einmal hier hoch, um diese Kisten zu kriegen. So, der Rest kann jetzt von mir aus zerstört werden. 10 von 12. Haben wir hier noch 2? Jawohl. Zack. Die TNT-Kisten sind schon leicht beschädigt, bevor man draufspringt. Das weckt auch nicht gerade Vertrauen, was das Auslösen angeht. Ach, da oben ist auch ein Counter. Ach so, die ersten drei Kisten hängen von der Anzahl der Früchte ab, die ich hier einsammle. Dann gibt es noch einen für alle Kisten. Ach ja, die sind ja Gott sei Dank auch mal ein Checkpoint, die Secret-Passagen oder die Bonus-Passagen hier. Aber jetzt darf ich nicht nochmal sterben, sonst geht mir schon wieder eine Kiste durch die Lappen. Oh mein Gott. Ja, sie haben dieses ganze Bonus- und Diamantensystem etwas erweitert. Ich hoffe spielerisch zum Coolen, aber es wird mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen Nerv kosten. Da bin ich mir sicher. Okay, damit ist schon wieder eine. Ein Diamant ist dahin. Ein Bonus-Diamant. Oh Gott, ey, das sind wieder so Passagen, die spielt man besser nicht mit dem Stick, sondern besser mit dem Digipad, damit er auf jeden Fall geradeaus springt. Oh, selbst mit dem Stick springe ich nicht genau geradeaus. Ey, es fängt wirklich hammerhart an. Ich dachte mal, es gibt wenigstens ein paar entspannte Level am Anfang. Aber nein. Oh Gott. Ah, die sind aber irgendwie verbuggt, ne? Teilweise kann man auf diesem blauen Untergrund noch abspringen anscheinend. Oh. Crash Bandicoot ist genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Es zerrt einfach frühzeitig an den Nerven. Die Frage ist, muss ich mir das jetzt schon antun? 42 von 86 Kisten oder gehe ich erstmal durch? Ich weiß es noch nicht. Ich probiere es noch einmal. Aber gerade diese TNT-Kisten... Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, warum ich immer den Drang habe, nach oben zu drücken. Man sieht es einfach in dieser 3D-Perspektive zu schlecht. Ah, gut. Ich habe jetzt auch wenig Lust auf ein Game-Over-Screen, ehrlich gesagt. Ich gehe erstmal durch. Und guck mal, was in diesem Spiel überhaupt los ist. Tschüss. Wer ist er denn? Und er. Lani Loli, aha. Lani Loli haut lieber... Oh nein. Ich ahnte, dass auch sowas frühzeitig auf uns zukommen würde. Crash Bandicoot... ist ja auch eins der Spiele, was sehr gerne mit der Perspektive spielt. Man rennt von links nach rechts, von rechts nach links, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Alles ist drin.
Und gerade diese Perspektive macht es nicht einfacher, wo man einfach mal nicht sieht, was hier als nächstes so alles kommt. Jo, klatsch, einmal davor gerannt. Aber gut. Der erste Verfolger ist ja noch relativ langsam. Ich gehe mal davon aus, dass sich das auch noch ändern wird. Aua. Geil, wenn man direkt losgesprungen wäre, hätte man diese Liane auf jeden Fall verpasst. Oh Gott, es geht noch weiter. Boah, die Perspektive wird immer schlimmer. Jetzt geht die Kamera auch noch nach unten. Boah. Wow, 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 wow. Haben wir schon 10 Leben verloren. Nice. Ey, warum renne ich da immer vor? So, jetzt aber schnell. Oh, 80 von 86. Ja, ich glaube, das sind genau die Kisten, die ich auf diesem komischen Schachbrettfeld da verpasst habe. Ärgerlich, aber so ist das halt beim ersten Mal. Ah, jetzt verstehe ich es auch. Die ersten drei Diamanten sind 40, 60, 80% dieser Früchte. Dann gibt es einen für alle Kisten, einen für wenig Leben verlieren. Okay, ich habe 10 verloren, man hätte 3 verlieren dürfen. Naja, und einen verborgenen Diamanten. Den habe ich immerhin bekommen. Und wenn man alle Diamanten in einem Level erhält, kriegt man einen neuen Skin. Oder ist das ein genereller Counter da unten? Keine Ahnung. Das wird sich dann hoffentlich noch herausstellen. Nicht in einer Million Jahre. Coco! Unsere Little Sis, glaube ich. Mach ihn weg, mach ihn weg, mach ihn weg! Crash, wer ist das? Lani Loli? Wenn die Quantummasken zurück sind, dann... Hey, Akku, wie... Ist das ein Quantumspalt? Es ist wohl eine Tür zwischen Dimensionen. Ja, natürlich. Ja. Und sie sollte geschlossen sein. Wir müssen durchgehen, meine Geschwister finden und sie schließen, bevor irgendein Hauk mit dem großen bösen Plan und noch größeren Ego was total Dämliches anstellt. Ein Honk, der sich vor allen Dingen erstmal am Hintern kratzt. Hat uns ahnungslos eine tolle Zukunft beschert. Wenn mein Spaltgenerator fertig ist, werden wir bald die Macht über Zeit und Raum in der Hand haben. Engine Embryo, ihr habt ein paar Projekte, von denen ihr erzählen wollt. Meister, mein mechanisches Wunder hypnotisiert eine Armee für dich. Und mein Trank macht mich... Sie, unaufhaltsam. Fein, schön. Viel Spaß mit euren Strahlenkanonen und so. Jetzt beeilt euch. Meinen Berechnungen zufolge handeln unsere Feinde bereits gegen uns. Und wir werden siegen. Ich denke nicht. Es würde mich zumindest überraschen. Zumindest langfristig gesehen. Kurzfristig vielleicht schon. Kurzfristig werden sie mich auf jeden Fall in den Wahnsinn treiben. Aber langfristig gesehen bin ich mir sicher, dass ich als Sieger da rausgehen werde. Ah, endlich eine Levelkarte. Okay. So, jetzt hatten wir nämlich auch Gelegenheit, die Level nochmal zu spielen, wenn wir wollten. Willkommen zur Dimensionskarte. Hier kannst du Level zum Spielen wählen, zwischen Crash und Coco tauschen, Skins wechseln und Level wiederholen, um Zeitkämpfe zu meistern oder sie zu komplettieren. Ich setze den Satz mal fort. Okay, diesmal setzen sie auf Dimensionssprünge, um möglichst vielfältige Settings zu erklären. Ja, man sieht es auch schon. Die erste ist noch eine relativ normale Dschungelwelt. Wir waren auch schon in der Höhle drin. Und da kommt auf jeden Fall was Sandiges. Okay, böses... Ja, da sieht man auch direkt die Diamantanzeige. Das ist schon krass, ey. 6 Diamanten pro Level. Während es sonst immer nur, keine Ahnung, 1, 2, 3 oder so gab. Und die Settings ändern sich anscheinend relativ schnell. Hier gucken wir jetzt auch noch rein. Gefährliches Ödland 2084. Was haben wir hier? Insanity Island heute. Insanity Peak. Okay. Und hier Rutschpartie. Rutschpartie klingt auch schon wieder sehr vielversprechend. Verdiene 6 Diamanten zum Freischalten des Skins. Bin mal gespannt, in welchem Level es uns gelingen wird, zum ersten Mal 6 Diamanten zu bekommen. Ob es uns überhaupt beim ersten Durchspielen gelingen wird.
Das erste Durchspielen habe ich in der Regel relativ locker gemacht. Zumindest in der alten Trilogie war es ja so gewesen, dass man erst farbige Diamanten sammeln musste, die einem teilweise neue Wege in irgendwelchen Leveln eröffneten und es deswegen im ersten Durchgang gar nicht möglich war, alles zu komplettieren. Deswegen sollte man da auch nicht zu viel Nerven drauf verschwenden. Ich gehe mal davon aus, dass es hier wieder ähnlich sein wird. Die anderen Masken, um die Spalte zu schließen? Korrekt. Mein Bruder Arcano muss hier irgendwo sein. Willkommen zur Show, Würmer. Sucht ihr eure teure Maske? Schaut an, der vorgenannte Honk. Keine Sorge, wir kämpfen öfter gegeneinander und er verliert immer. Das ist korrekt. Nicht dieses Mal. Ihr kriegt einen Backstage-Pass. Mit dem dürft ihr meine Massen-Percussion-Waffe kennenlernen. Es wird abgehakt. Ja, ich bin gespannt. Und ja, wir müssen diese Dimensionsportale schließen, bevor irgendein Bösewicht sie ausnutzt. R2 oder Dreieck? Phasenverschiebung. Okay, ach ja, cool. Genau, man kann verschiedene Masken in diesem Spiel einsammeln und aufsetzen, die dann verschiedene Effekte haben. Oh Gott, ich werde mich mit dieser Maske so oft verdrücken und dann irgendwo in den Abgrund laufen. Das sehe ich jetzt schon kommen. Oh Gott. Ja, so würde es gehen, wenn man nicht direkt in den Abgrund springt. Und das soll man dann immer mit 3 Leben schaffen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, auf welcher Ebene befindet man sich denn so? Man hat keinen Anhaltspunkt, wie weit man vorne oder hinten stehen muss, um diese Kisten zu erwischen. Ich probiere es nochmal. Jetzt hätte ich eher den Eindruck, dass ich leichter vorstehe, aber ich weiß es nicht so ganz genau. Tu ich auch. Tu ich auch. Das wird noch nette Herausforderungen geben. Oh Mann, oh Mann. So? Genau so ist es dann wohl gedacht. Puh. Man kann ganze Gebiete ein- und ausblenden. Was ist denn, wenn ich so eine Kiste sichtbar mache, während ich drinstehe? Dann zerplatzt sie direkt. Einen Killer-Auftritt. Boah, ich muss dran denken, dass ich von Anfang an die Doppelsprünge habe. Und das verlangt meinem Gehirn alles ab, ehrlich gesagt. Boah, krasser Sprung, wa? Krasser Move. Hinfort mit dir. Ach komm, ich nehme mal diese Plattform hier. Ich hatte irgendwie den Eindruck, die müsste runterfahren. Auch der Bauchplatscher geht. Ach so, so ist es gedacht. Ja, es ist wenigstens gut, dass man sieht, wann man sicher landet. Muss die sichtbar sein, während sie explodiert? Wow, wie schnell kamst du denn wieder da raus? Da kommen immer 2 hintereinander raus, oder wie? Kommt ihr nochmal? Ja, anscheinend... irgendwie, wenn man einen Doppelsprung... Man kann nur einen Doppelsprung pro Sprungpassage machen, anscheinend. Dachte, er springt automatisch ab von den Kisten. Oh Gott, Level neu starten, ja. Es fängt prima an im Classic-Modus. Okay, die Ladezeiten sind nicht ganz kurz. Das könnte auch noch ein bisschen an den Nerven zehren, wenn man zu oft Game Over geht und der Level neu gestartet werden muss. Deswegen... Das ist auch ein Grund, es erstmal entspannt durchzuspielen oder relativ entspannt, um dann irgendwo mal eine Stelle zu finden, wo man sich ein paar Leben machen kann, damit genau das hier nicht mehr passiert, dass man ständig zurückgesetzt wird im klassischen Modus. Wow.
So, ah, man sieht es auch an diesen blauen Punkten, welche Plattformen sich umschalten oder welche festen Gegenstände sich umschalten. Ich hab's noch nicht so ganz raus. Wann springt er hier einfach ab von den Dingern und wann nicht? Oder, nee, er springt gar nicht automatisch ab. Ich muss quasi landen und selber aktiv abspringen. Aber das war doch gerade anders gewesen, oder? Kann man wohl auch kaputt gehen, wenn die in der anderen Dimension explodieren? Ach nee, ich hab's vercheckt. Man muss einfach ganz normal abspringen von den Dingern. Es sind gar keine. Nitro-Kisten explodieren bei Berührung. Ja, nicht wenn sie in einer anderen Dimension sind. Und in der Regel gibt es einen grünen Schalter, zumindest war es in der alten Trilogie so, um sie auszulösen. Okay, aber das mit den Fässern hat die selber vercheckt. Das kann schon mal passieren. Oh, eine Metallkiste. Gegen die kann ich erstmal nichts machen, ne? Genau, Metallkisten sind einfach Metallkisten. Vielleicht würden sie auch kaputt gehen, wenn man sich in ihnen drin wieder manifestiert. Aber das kann ich an der Stelle schwerlich ausprobieren. Halten. Und Doppelsprung. So. Guti. Aber ich würde sagen, unsere Zeit ist um. Und den Rest des Levels schauen wir uns beim nächsten Mal an. Bis hier macht das Spiel auf jeden Fall einen klasse Eindruck. Es schließt gut an das Spielgefühl der alten Trilogie an. Ich hoffe, das geht so weiter. Und das werden wir bei den nächsten Malen auf jeden Fall sehen. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.